So. So. Warte mal Sekunde. Ja, so. Ein bisschen so, ja. Bei mir in der Tiefgarage klauen die gerne Motorräder. Also? Die sind schon in der Fahrweg gekommen. Ja, das ist ein bisschen bedenken. Die Tiefgarage ist immer so ein bisschen. Wenn man die Batterie leer gezogen ist, dann geht da keine Alarmanlage mehr. Ja. Aber dann muss er ja nicht runtergeladen, die anderen 2-3 Wochen. Dann hat er keine Stoppmöglichkeiten. Das heißt, Tito, du fährst vorne weg, ja, sagst du. Okay. Sonst Tito, wenn mal irgendjemand am Straßenrand steht, fragst du einfach mal, weißt du?
Was? Die tote Möwe hier. Die tote Möwe. Hier ist der Kirch rein, hier ist keine Insel nicht. Na hier, das war ja klar, dass hier in dem Gelände keine ist, das war mir klar. Aber du hast mal finden das Ding hier, wo es. Ich wollte bloß mal gucken, also es ist alles modern geworden, aber es ist schön, ich habe sofort erkannt, wo es war. Hier drin hast du Kinderferner. Ja. Ich muss mal kurz mal Pause machen hier. Nimmt das mal nicht, Frau meine, die hat keine Angst. Ja, der kommt nicht wieder hoch. Der kommt in der Hocke, aber nicht wieder hoch. Ich bin 5'5". Alles klar. Guck sie dich an. Willst du das auf den Sonnabend beschränken? Ja. Hm. Tschüssi, schönen Dank. Hä? Vielen lieben Dank. Ne? Fangst du mal, junge Frau, wenn ich Sie mal fragen darf. Jetzt ohne Quatsch, wie lange wohnen Sie denn ungefähr hier? Sind Sie Original-Wermsdorferin? Ich kenne das nämlich noch als Klinikum, als Kind. Ich war ja mit 14 im Kinderferienlager. Ich bin jetzt 50. Ja. Also da war unten zum Beispiel eine Halle, da war unten ein Schwimmbad drin. Natürlich kam mir riesig vor, das wird übelst klein gewesen sein. Ich war ein kleiner Stift. Aber ich habe sofort wieder erkannt, wo das ist. Kleines Schwimmbad ist da auch noch. Genau. Das ist ein kleines Schwimmbad, ne? Ja, ein ganz kleines Becken. Das ist 3 Meter mal 3 Meter oder ja, sowas. Hey, na genau, genau, genau. Hm? Ja. Aus dem Auto bin ich raus. Ich wünsche Ihnen was. Vielen lieben Dank. Danke, tschüss. Sag mal, Ute, gehst du eigentlich mit dem Helm schlafen auch? Mensch, Ute, was ist mit deinem Helm los? Da ist so, Alter, steht drauf, Eigentum der Wehrmacht, weißt du? Vor allem in der Schublade, was habt ihr für Schubladen in eurer Ranch, Alter? In eurem 800 Quadratmeter Loft. Aber schön warm unter dem Helm. Ja. Ich finde es auch angenehm von unten warm. Alles warm, der Arsch, der Schenkel, alles glüht vor sich hin. Das ist der Thomas. Ja, ich bin der MT01. Ja, genau. Riesen. Ich habe mich ja vorhin schon mal drauf gesetzt, das ist nicht meine. Das ist so erfällt, weißt du? Ja, ist schon ein cooles Ding. Ja, cooler Typ dazu. Boah, das hat er schön gesagt. Mm. Mädels, sagt, ja, ich filme das, ja, da musst du das, ja. Ja, kriegst du nachher deine 5 Euro Robert Hefer den Spruch. Ansonsten habe ich ja eigentlich nicht Gutes zu berichten, nee, von den Typen. Nee, nee. Aber ich kann ja nicht mal, ich kann ja nicht mal sagen, dass das ein Assi ist, weil da geht er jetzt wieder voll arbeiten. Den geht es besser als mir. Ich als Kurzarbeiter seit über einem Jahr. Alter, na, da kann man sich auch so eine Bude leisten, wenn ja, man arbeiten geht. Und zu Rosttanken dann noch dazu, ey. Mhm. Das ist nicht. Mhm. So, kurze Ausfahrt hier, Hubertusburg. Ja, genau. Hier am Fischbrötchenstand. Geile Sache. Schon machen, ey. Mhm. Wir hätten mal die junge Frau fragen können, jetzt ohne Scheiß, ob die mal ein Foto von uns macht. Das ist nicht zu spät. Oder ob sie uns zu Hause mal Fischbrötchen zubereitet. Oder den Dackel, ey. Der Dackel wäre auch gegangen. Ja, das ist schön. Die folgen dir überall hin. Ja. Das stimmt, das stimmt. Fahren Sie Menschen hinterher, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Ja. Hören Sie auf hier. So, wollen wir mal, hä? Es kommt mir vor, als wäre es ja... Tot! Tot, tot. Du kannst eine Zombie-Apokalypse drehen. Gleich kommt so eine Horde. Das ist doch hier dafür bekannt, Hubertusburg. Ja. Warum du hier gewesen bist. Und wir haben es erzählt, es wäre Kinderverein-Lager, weißt du? Ja, eben. Lager war schon richtig. Aber schönes Ding, was man sieht jetzt hier. Mein Neffe damals das war hat hier gewesen. Operation. Das ohne Quatsch, das gebaut hat, das weiß ich noch, weil wir öfters mal Kultur hatten, da ist ja auch eine Kirche hier drin in dem Inneren. Mhm. Gebaut hat das August der Starke, das war dann sein Jagdschloss gewesen. Kein Witz, das weiß ich noch. Darum das ist bei Webpappen geblieben. Das war dann sein Jagdschloss, Lack ohne Ende gehabt. Kleines Schlösschen, genau. Mit ein paar Zimmern. Guck dir, da hat eine kalte Ente hinten drin. Ja. Da traut sich nicht zu fahren, siehst du? Stopp! Wollen wir? Früher stand der, ganz früher stand der KTM immer für hier, kick 1000 Mal oder so, ne? Ne, wirklich, war so. Keine 1000 Meter. Keine 1000 Meter. Na dann, absolut.
Gleich kommt der Wald-ABV. Ne? Der Wald-ABV. Ja. Hm. Na Robert, machst denn du? Gucken. Schön hier. Mitten im Wald, eine Ruhe, wird Zeit, dass die Garre jemand anmacht. Meine Krallen davor wegnehmen, ja, weißt du? So übelst leise hier, wir sind mitten im Wald. Mensch, da halt doch aber immer deine Fresse. So unfassbar. Das ist ja mal echt richtig leise hier. Leise. Lass raus. Hey, was wünschst du hier? Na uns? Hast du mich alle unterschreiben lassen? Ach, hör doch mal auf, unterschreiben. Datenschutzerklärung. Ach, halt deine Fresse, Datenschutzerklärung. Ich gebe dir auf 5 Euro, gut ist. Gibt's denn das? Das ist geil. Aber es ist wirklich übelst leise hier. Das ist schon fast gespenstisch, weil ein bisschen paar Geräusche hast du normalerweise hier am Wald. Die Grillen. Der grillt gar nichts. Ja, das grillen die. Das ist nicht. Das ist eindeutig zu leise hier. Das ist ja irgendwie Twilight Zone. Da kommen bestimmt irgendwie gleich so ein paar Wahnsinnige mit so Lederschürzen und wollen uns zerhacken wie in so einem Horrorfilm, weißt du? Irgend sowas, bestimmt. Obwohl, die geht hoch. Du musst Regen gefahren. Aber die Wasser nicht immer. Nur wenn ich untertourisch fahre. Also ich würde sagen, so ab 100. Was hörst du in deinem Wind? Ja. Ey, meine, lügt doch nicht, als ob du untertourisch fährst. Du fährst immer wie ein Bekloppter. Ich hab nur Spaß beim Fahren. Guck sie dich an, ja, die Wahnsinnigen. Dort im Wald. Na. Meine, sag mal kurz, wo sind wir hier? Lausa bei. Lausa in der Dahlener Heide. Da haben wir nämlich schon mal genächtigt. Das war schon viele, viele Monate her. Da war ich auch sehr betrunken, wie immer. Da kostet wohl Alkohol, was? War aber geil. Da hatte ich die orangene GSX 1100, die Jägermeister, weißt du es noch?
hab ich jetzt mal nicht oft gepasst. Ja. Ramontisch. Ich nehme Oropax wieder mit. Nee, ich gehe da mit dem Schlafsack in den Wald, so richtig weit weg. Oropax. Bring mal welche von Arbeitsmitteln. Ah. Weil Pension darf man öfters nebeneinander. Ja. Das ist meine. Tilo, wenn wir jetzt tanken, ich zahle, dass man es dann noch übrig ist, kriegst du von mir wieder, okay? Mit 25 Euro schuldest du jetzt noch, du Kunde. So, oh. Wir fahren uns erstmal schön nach Wurzen. Ey, mit euch gehe ich nicht wieder fressen, das ist halt mir zu teuer, nur noch an der Bockwurstbude. Genau. Junge, warte, was ist jetzt hier? Warte. Das ist richtig. Wo rollt denn die Bude hin? Was ist denn hier los? Muss ich mal Gang reinmachen, ne? Mit Gang rollt nicht mehr. Lieber einfach bloß die Bremse, mein Freund. Na, wenn ich die Hände nicht frei habe, das ist schlecht mit Wässer.
großen Hahnenschrei oder in einer trostlosen Zelle. In deinem Herzen bist du immer frei. Und alle, die dir nach der Freiheit trachten, bezahlte Bitte mehr sind sie nicht. Noch mit nem Zettel am Zeh wirst du grinsen. Übers ganze Gesicht, frei geboren zu werden, das Schicksal. Nur frei zu leben nicht. Und frei zu sterben, das ist Pflicht. Frei geboren zu werden, das Schicksal. Nur frei zu leben nicht. Und frei zu sterben. Das Perlenglück, der Schuss im Gin, lässt den alten Wolf kalt, während sie an der Leine klettern, zieht er stolz durch den tiefen Wald. Und nichts und niemand kann ihm seine Freiheit nehmen. Der Jäger kann ihn töten, aber niemals leben. Sicherheit, den haben wir auch.
diese Nacht. Und dann soll sie Kapitän des Nachtwinds sein. Sie allein. Er fliegt den Wendekreis der Jungfrau. Thank you.
fliegt um die Erde. Vom Südpol nach Norden, kein Ziel ist zu weit. Der Albatros kennt keine Grenze. Er segelt mit Würde, durchwandert die Luft, als wäre ein Gott. Er folgt ihren Schiffen auf Hochsee durch Klippen, rauschend sein Flug. Er sucht ihren Weg durch die See. Und krachen die Stürme mit rauer Gewalt auf den Ozean, so unendlich weit. Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zur Freiheit der Meere. Doch wenn er gefangen in armdicken Schlingen mit Tücken und Mist, dann brechen die das Trauern des Meeres, der Herrscher vermisst. Wir fangen sein Geist für ihn tot. Sklaven der Erde, verhöhnt und geschunden, sie teilten sein Los. Wenn er lag gefesselt, verblutender Mut, gebrochen sein Fluch. Der Albatros war ihr Symbol. Dann ruft ihn die Weite, die endlose Macht. Dann stürmt er ins Freie mit maßloser Kraft. Er schlägt seine Flügel, springt Schlösser und Riegel der Fesseln und das ist Schwüli, Schwüli, ja, Büli. Was kommt, Schwüli, Schwüli? So. Ey, aber mal ganz kurz, Jungs. Weil ich gedacht habe, das Ding hat keine Wegfahrsperre. Wenn du so eine rote Blink-LED hast, hat das eine Wegfahrsperre, oder? Da ist ein Transponder im Schlüssel. Ich denke schon, klar. Denke auch. Das ist nicht einfach nur Schlüssel, das ist Transponder drin. Du hast die erdvolle Aufgabe, wenn ich arbeiten bin, meinen Helm mal bitte
Ja, das klingt sehr schön mit Ute flinke Flasche. Ja. Mit Ute flinke Flasche. Ute flinke Flasche. Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zum Brand.
praying. Go in your room by yourself. Pray to your father who is there in the secret place. This is how you should pray. Our Father in heaven, thy name be hallowed. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Oh,
von dir niemals genug. Du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen. Hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht beten? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht mit Nähe. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich dann sterben? Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben,
nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen. Dann schließt sich der Kreis, kein Weg zurück. Das weiße Licht und Nähe, Stück für Stück will ich ergeben. Muss ich dann sterben? Was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. To the light.
night to the night.